Gute und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich für dich wieder was Tolles. Geht nämlich weiter mit meiner Tobermory Wein Finish Serie sozusagen Masala. Wir haben hier wieder den Böckel drauf, Masala Finish, also es ist ein Masala Wein, der nachgefinished wurde. Cask Strength, ja, bestätigt, nicht gefärbt, kühlgefiltert und so weiter. Ganz normal belassen, 56,2 Volumenprozente und 15 Jahre hat er auf dem Buckel. Ja, Masala-Wein, 15 Jahre, Fassstark 56,2%. Also der Whisky auch hier wieder normal gereift und danach in ein Masala-Weinfass gelegt. Durfte dann darin reifen und ja, Masala-Wein ist sizilianischer Wein ursprünglich. Also dann aus Sizilien nach England, ja, importiert, so ein bisschen von der Historie, weil die Port und Sherry auch toll fanden und so weiter. Ne, da kommt es alles her. Ja, was soll ich sagen? Ich bin gespannt, wie dieser Wein seinen Charakter hat. Die Farbe ist ja alles natürlich unglaublich dunkel. Das ist so ein Rotbraun schon. Naja, mal schauen, wie er schmeckt. Brennerei Tobermory, Isle of Mull, 1798 gegründet. Mehr gibt es dazu sozusagen nicht zu sagen. Ich freue mich drauf. Ihr kennt mich. Warum trinke ich den Gram? Weil ich es einfach toll finde. Preislich sind sie halt leider ein bisschen, ja, angehoben. Aber ich finde, das, was sie machen, optisch als auch geschmacklich, trifft genau meine Linie. Und ich werde ihn jetzt verriechen, verschmecken und meinen, ja, natürlichen Eindruck wie immer schildern. Wow, volle Nase. Der Wein, die Süße ist sofort da. Also das ist eine wirklich dominante Süße da. Aber auch wieder erdig, grasig, der typische Tobermory Legic-Charakter, den man so kennt. Hier natürlich anbietet. Wein, Schokoladenaromen habe ich da im Hintergrund schon. Das ist wirklich dunkle Traube, Schokolade, Holz. Eine Süße, die dabei ist, so Malzcharakter, nee, eher nicht, eher dieses Erdige in Kombination mit diesem Gras. Und ansonsten Wein, Schokolade, total überladen, total voll. Also dieses Finish ist es ja nur, ist keine 15 Jahre komplett gereift, aber. Da denkt man schon hier, den könnte man direkt wegschlabbern. Ich werde ihn auch wieder erst pur probieren und ach, tolle Nase. Oh, auch hier wieder. Antritt süß. Leichte Würze. Der Wein ist sofort da. Dann erstmal verhalten im Mund. Und sobald man ihn unterschluckt, kommt es wieder raus. Wein, Holz, Schokolade, Röstaromen. So eine Süße, das Prickeln wird stärker. Also diese Würze aus dem Holzfass ist dominanter. Trocken am Anfang, wird dann aber süßer. Führt so richtig, ja, zu Speichelfluss im Mund, würde ich sagen. Auch hier probiere ich wieder Wasser im Mund. Also Holz, Wein. Der Wein ist da, aber nicht so, dass man sagt, wow, ich schmecke hier nur noch Wein. Nein, sehr angenehme, süßer, voller Wein, der hauptsächlich sehr, ich würde jetzt eher mal sagen, so schokoladige Aromen mit Süße. Also es ist jetzt nicht so eine ganz intensive Frucht. Ja, da ist eine gewisse dunkle Frucht, aber eher so eine überreife Pflaume, die dann schon in so Schokolade oder Mokka übergeht. Sehr voll, sehr voluminös, leichtes Prickeln war da, geht jetzt mit dem zweiten Schluck mit dem Wasser auch so ein bisschen zurück. Super lang da, 56,2 Volumenprozente. Schönes Mundgefühl, lange da. Und am Ende bleibt so ein bisschen dieses Erdige, Grasige, was dann so wieder durchkommt, mit so einer Trockenheit, ja, so muffig. Ja? Motrig vielleicht sogar. Schönes Teil. Mein Fazit zu diesem 15 Jahre alten Masala Tobermory. Auch hier wieder wie beim 12er Fino, den ich ja vorangetrunken hatte. Unglaublich tolles Design, macht einfach was daher. Auch hier wieder die Flasche aus UK importiert. Preislich bei 120 Euro. Auch hier teuer. 15 Jahre für einen Finish.
Aber grandioses Teil. Also der ist wirklich voll, macht Spaß, hat diese Mischung aus Süße, Holz, Schokolade, Kaffee und da begleitet von so einem leichten Prickeln. Von der Komplexität zum Fino nochmal eine Schippe drauf. Tolles Teil, preislich liegt er ja bei knapp 100 Pfund, was auch nicht wenig ist. Wie gesagt, 120 Euro so grob über den Daumen, je nach Wechselkurs und Versand und all so ein Kram. Kann man sich mal holen, ne? Ist zwar auch nur 15 Jahre, aber volles Teil. Also wer auf intensiven Fasseinfluss von ja, Weinsorten, also jetzt hier in dem Fall Marsala, steht oder auch sehr auf sehr dominante Sherry-Whiskys steht, der ist hier richtig. Für jeden, der das immer sagt, nee, das ist mir zu viel, auch wenn das hier nur ein Finish ist, vielleicht die Würze, aber das, ich würde nicht sagen, dass das. Der ist schon sehr intensiv gereift. Also ich will nicht wissen, wie eine Vollreifung schmeckt. Das ist wahrscheinlich zu extrem. Hier, ja, wie gesagt, dieses erdige, cremige und dann dieser Wein und trocken. Ah, wunderschön. Wie gesagt, wer auf solche Weinsauereien steht, sage ich es mal, der ist hier total richtig aufgehoben, wird seinen Spaß haben. Wenn ihr irgendwie einen anderen Masala-Wein mal im Glas hattet, würde mich interessieren, welche Eindrücke ihr hattet. Ja, lasst mir ein Abo da, einen Kommentar darüber. Würde ich mich freuen. Ansonsten werde ich mit diesen ja, Weinleckereien weitermachen und mir den Madeira-Wein schnappen mit einer kleinen Pause dazwischen. Aber grandioses Teil. 15 Jahre Masala gefällt mir richtig gut. Preis könnte ein bisschen weniger sein, aber kann man mal machen.